Neue Lot von den Havana Shots. 12 Shots auf dem Platz, 11 Shots im Netz. Gegen Xamax zum Saisonstart, ein guter Start. Ja, natürlich, sehr ein guter Start. Mit einem Sieg starten wir immer gerne die Saison. Ja, aber ich finde es auch schön, dass wir mit Xamax wieder einen grossen Namen haben in der Saison. Aber ich denke, am Anfang ist es immer schwer für jedes Team, gut in die Saison zu starten. Eben, das haben wir schon gemerkt. Xamax hat gestern das allererste Beachsoccer-Spiel gespielt. Sie haben noch nicht können trainieren. Sie haben sich ein bisschen steigern, vor allem im ersten Drittel. Sie haben ein bisschen Mühe gehabt, sie zu überwinden, aber dann ist es einfacher gegangen nachher. Ja, es war auch für uns das erste Spiel wieder in der Saison. Jede Mannschaft muss sich wieder reinfühlen ins Leben von der Saison. Und ja, ich denke, das haben wir gut geschafft. Und ja, es war super gewesen. Jetzt haben wir letzte Saison den 8. Platz erreicht. Ein Auf und Ab. Am Anfang haben wir ein bisschen unglücklich agiert, also sehr knapp verloren. Dann eine Siegesserie hingelegt wie nichts und am Schluss dann wieder ein bisschen verloren. Aber wie seht ihr in dieser Saison? Ihr setzt wieder sehr viel auf die jungen Spieler setzen, wieder neue Spieler einbinden. Jetzt hat der Berli, der auch getroffen hat heute zum Beispiel, ein gutes Zusammenspiel mit dir gehabt hat. Ja, es ist natürlich schön, dass wir die jungen Spieler einsetzen können. Sie machen auch mit gut machen im Training. Das ist natürlich schön für uns, unsere Philosophie, wenn wir, dass wir die Jungen einsetzen können. Und wenn es dann auch noch läuft, ist natürlich super. Ihr habt auch noch das Plus, dass ihr einen Goalie habt, der fast in jedem Spiel trifft. Heute wieder zwei Kisten, das ist natürlich auch immer gut, wenn man das weiss. Ja, das ist natürlich immer gut und wir sind sehr froh, wenn wir den Manu. Und ja, es ist super, wenn er die Goal macht, finde. Und für dich ist auch speziell jetzt, du bist ja neu in der Nationalmannschaft, beim Havana Shots ein Leistungsträger, dann hast du auch noch Schule, Lehre, Rufen, die zusammenkommt. Wie schaffst du das? Ja, ich bin viel unterwegs natürlich, aber ich glaube, wenn man das mit Leidenschaft machen kann, dann macht man das gern und dann geht das auch, egal ob Schule noch oder. Ja, ich mache es gern und ich will das auch. Und wie hast du deine ersten Nazi-Spiele erlebt? Ja, es ist natürlich ein unglaubliches Feeling. Also, man kann es fast nicht vergleichen mit dem hier. Es sind nochmal 1000 Zuschauer mehr, die zuschauen. Und ja, es ist einfach unglaublich.